Ich hatte da die intensivste und interessanteste Zeit meiner Karriere bisher. Alexander Zorniger und RB Leipzig. Es war eine erfolgreiche Ehe. Bis in Liga 2 hat Zorniger die Roten Bullen geführt. Nun wird Ralf Hasenhüttl der Anführer der Bullenherde. Er passt mit seiner Grundstruktur der Spielweise in die RB-Philosophie. Und da bin ich überzeugt, da wird Ralf wenig Abstriche machen. Er wird sich ein bisschen umgewöhnen, weil das, was in Ingolstadt ihn an Fachleute auch umgäbe hat, kann ich nicht einschätzen, ja, aber ich kann es einschätzen in Leipzig. Und er wird dort sicherlich in einem Team arbeiten, das er so bisher nicht gewohnt war, auch im Entscheidungsbereich. RB Leipzig hat viel vor. Von der Meisterschaft ist die Rede. Doch die großen Erfolge im Eiltempo, davon ist Zorniger noch nicht überzeugt. Ich glaube nicht, dass die ganz großen Ziele in der Zeit erreicht werden, wo man sie sich setzt. Ja, dafür ist der Erfolg im Fußball, vor allem auf dem Level, zu wenig planbar. Ja, natürlich, die kolportierten 50 Millionen, keine Ahnung, ob es stimmt. Ich bin auch sicher, dass sie gut eingesetzt werden. Aber die Qualität Spieler, die du dir holen musst, um in der Bundesliga sicher ganz vorne mitzuspielen, da reicht das nicht mal ansatzweise. Das bedeutet aber nicht, dass der ehemalige RB-Coach einen Misserfolg prophezeit. Ich glaube, dass sie eine gute Rolle spielen können und ich glaube, dass man ihnen auch gut tut, wenn man die Ziele nicht allzu hoch setzt. Ja, das hat in der Vergangenheit funktioniert, aber auch mit einer gewissen Demut. Demut und überschaubare Ziele. Das sind für Zorniger zwei Zutaten für eine erfolgreiche Zeit Leipzigs im Oberhaus. Doch er kennt noch weitere. Aber man muss schon auch gucken, dass man diese Euphorie, die in der Stadt ist, dass man die auch mitnimmt. Und die Euphorie, die liegt natürlich am Erfolg. Bloß aufsteigen können sie jetzt nicht mehr. Ja, sie sind ganz oben, verdienterweise ganz oben. Es ist aber auch wichtig, dass man diesen Schulterschluss mit der Mannschaft, dass man den auch lebt. Und das kannst du halt nur, wenn du durch gewisse Phasen auch durchgehst. Und deswegen halte ich das auch für den richtigen Schritt, wie Ralf das gesagt hat, dass man die Mannschaft im Kern auch deutlich im Kern so übernehmen wird. Auf dem Platz kann Leipzig kontrollieren, was geschehen wird. Doch außerhalb des Platzes muss RB auch in der Bundesliga mit Anfeindungen rechnen. Das weiß auch Zorniger aus seiner Zeit. Also es war ja noch die Zeit, wo du dann noch in der vierten Liga durch Ostdeutschland kreist bist und alle zwei Wochen schon intensive Auswärtsspiele, sag ich mal, erlebt hast. Also das, was jetzt gerade eben auch teilweise angesprochen wird mit irgendwann mal ein Farbbeutel auf ein Auto oder sowas, da hat man auch schon andere Sachen erlebt. Die Anfeindungen sollen aber für Zorniger nicht im Mittelpunkt stehen. Aber dass sie das jetzt ein Stück weit einfach auch wegschieben, weil das, was in Leipzig passiert, ist nicht böse. Ja, das ist anders, habe ich schon mal gesagt. Das ist aber nicht böse und das tut einer der fantastischen Städte in ganz Deutschland unglaublich, unglaublich wohl. Ja, und klar, die Jungs wünschen eigentlich, dass sie möglichst verletzungsfrei bleiben und dass sie einen spektakulären Fußball bieten.